Grüß euch, Freunde. Jawohl. So, heute wunderbares Wetter. Frisch am Tag, richtig in der Früh. Sonne brennt aber, Temperaturen passen, warm ist. Schlecht fürs Holz gehen, gut für was zum Richten. Jawohl, es ist wieder was hingeworden. Ja, weiß nicht alle, was ist, wenn man was hernimmt, wird was hin. Ne? Und zwar, mein Schnirlmacher. Mein Schnirlmacher ist kaputt. Zum zweiten Mal das gleiche Problem. Ja, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal ist er schon hin. Jetzt und jetzt richte ich schon das zweite Mal das gleiche drum. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt muss ich ein Video machen, weil bestimmt hat der oder andere das gleiche Problem. Und vielleicht kann ich den oder anderen mit dem Video weiterhelfen. Das war doch eine gewandte Sache. Und darum reden wir nicht lange umeinander. Fangen wir es richten, oder? Jawohl, auf geht's. Schauen wir mal rein zum Schnirlmacher. Motor singst, ja. Motor sehen Sie. Ja. Sagt man auch dazu. Also, packen wir's. Mein Schnirlmacher. So, FS311 von Stihl ist das mein Motorsingst fürs ja, Jungholz ausmachen und so weiter und so fort. Kennt ihr ja selber aus. Für was man so einen Schnirlmacher braucht. Kannst brauchen, bei jeder Arbeit. Ne? Ich habe jetzt schon eine Analyse gemacht, was jetzt da der Fall ist. Und zwar ist vorne das Winkelgetriebe kaputt. Das war bei mir schon einmal kaputt. Darum habe ich relativ schnell gewusst, weil ich hingegangen bin, sag ich einmal. Aber die haben anscheinend ganz anfällig. Ist ja klar, weil das ist im Prinzip da der Winkelgetriebe. Das heißt, da geht das Stängel da oder ist da oder dran, oder der Kopf da vorne ist da dran. Und dann geht die Wellen da drinnen, oder wie man halt das nennt, nicht, geht da einer. Und dann ist da ein Winkel. Und dann wird das übertragen nach da unten, dass sich auch das Messer da unten dreht. Und das ist schon irgendwie alleweil ein bisschen so anfällig, da die sagen. Grundsätzlich, die Art von, oh, da fällt der Dreck raus. Na ja, soll ja rausfallen. Schön. Das ist recht anfällig, da die sagen. Und natürlich ist das eine Drehgearbeit, ist ja klar, weil irgendwie staubt so ein Zeug und war, und dann setzt sich das irgendwann zu, das Getriebe da drin, dass sich das nicht mehr dreht. Ja, also das kann man nicht mehr dran. Normalerweise muss das ganz leicht, muss ich das dran. Ich habe jetzt gerade da schon aufgekommen, jetzt fällt da lauter Dreck raus. Ja, natürlich, klar, das ist ja nicht undicht und nichts. Das ist bloß da vorne drauf, auf der Stange. Und wenn es meist und mit der Zeit, dann wird das staubig. Und dann setzt sich halt da das Winkelgetriebe zu. Ja, und wenn da, jeder weiß, wenn da so ein Getriebe drin ist, und kommt da so ein Staubzeug rein, dann ist das bald verschlissen. Da. Also ist das eigentlich ein unvermeidbares Problem, möchte ich sagen. Also ich habe so ein bisschen eine Lösung. Habt ihr jetzt eine Idee, wenn man sowas vermeiden kann, dass das nicht hin wird? Schreibt es gerne in die Kommentare. Auf alle Fälle habe ich jetzt da schon ein neues. Ja, einfach das drum, ohne den Schutz, neu gekauft. Kostet ein Heidengeld. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, kostet ein Heidengeld. Dem ist nichts weg. Aber du brauchst das. Und das war es halt still. Irgendwie. Naja, hilft nichts. Wir brauchen die Muttersings. Darum muss ich dir das kaufen. Da. So, also, jetzt haben wir da das neue Getriebe. Das dreht sich auch, habe ich schon probiert. Wunderbar. Und das müssen wir jetzt praktisch da hinbauen und dann den Schutz wieder ans neue hinbauen. So, das ist das Messer, kennt eh ja jeder. Gibt es ja noch andere Aufsätze und so weiter und so fort. Das wisst ihr alles selber, da brauche ich nicht lange umeinander schmatzen. So, das drum bauen wir jetzt da auf. Und dann müsste das Ding wieder funktionieren. Da vorne habe ich schon ein Klebeband genommen, weil da muss man Obacht geben. Weil da ist so ein Stift drinnen, mit vorne so ein Aufsatz, dass das halt auch da greift in das Getriebe. Hinten ist ein Motor, ist ja klar. Das ist hinten drauf gesteckt, auch in ein Getriebe rein. Und dann geht das Vierer. Und übertragt die auf das Messer. Auf das Getriebe und dann aufs Messer. Und der Stift, das letzte Mal schon, der hätte ich fast ausgerast, war ich da fast, weil den Stift, der kann man rausziehen. Aber wenn du ihn rausziehst, dann bringst du ihn ganz schwer hinten
hinten mehr wieder rein. Gut, du bringst ihn schon rein, aber das ist halt ein rechter Fummelei. Und wenn du keine Zeit hast, jeder, wo wisst es selber, wenn man keine Zeit hat und bringt mir den Stift hinten immer rein, dann geht der Stift. Also, habe ich Klebeband drüber, dass der Stift nicht rausrutschen kann. Weil sonst muss ich da hinten wieder rein fummeln und da vorne dann drauf fummeln. Da wäre ich narrisch. So, also, ich packe jetzt einmal das Zeug da, geh in die Werkstatt um mich und dann bauen wir den neuen Kopf da vorne drauf, das Messer drauf und dann probieren wir es, ob es funktioniert. Aber ich bin da guter Dinge. Ja, da ist schon. Ja, genau. Also, meine Sonntagsshow habe ich auch. Sonntagsshow, wunderbar, schaut es euch an. Ja, golden. Golden? Ist mir der Geld überblieben vom Brennholz verkaufen? Ja, hat er schon recht, ja. Schaut es euch an! Ist mir der Geld überblieben vom Brennholz verkaufen? Da haben wir goldene Schuhe gekauft. Schaut es euch an! Nigelnagelnei! Und dazu, weil nur Geld überblieben ist, Tennissocken von Boris Becker! Das ist eine wilde Kombi. Auf geht's. Richten, weil ich muss Holz aussehen. Zum Käferbaum schneiden. Jawohl. So, so schaut das Winkelgetriebe aus. Nein. Jetzt lässt sich da vorne dran. Wunderbar. Und drinnen ist das Gegenstückel zu dir, beziehungsweise den Antrieb. Ja, und das Ding da, das muss jetzt auf das drauf. So, also im Prinzip, das Ding muss dann da drauf. Zack. Und dann muss das da, oder? Praktisch in diesen Ding da drinnen eingreifen. Und dann dreht sich das vorne, wenn man hinten Motor schmeißt. So, ich schöpfe das jetzt einmal da drauf und fiddle das rein. Ja, und dann muss ich bloß noch den Schrauben ziehen. Messer drauf machen. Fertig. Jawohl, schauen wir mal. Staucherfetten, ganz normal, schaut nicht. Hm? Drauf schön bis Anschlag. Jawohl, so, und jetzt muss ich das da noch dran. Ja, es dreht sich wunderbar. Die Hirse da drinnen, dass sich die Stange da drin dreht, sieht man auch hinten. Hinten am Motor sieht man auch, dass sie dann da oder was dreht, da kann man reinschauen. So. Aber schaut gut aus. So, dann schau, dass das ein bisschen gerade ausgerichtet ist. So, dann den Schrauben da festziehen und dann Messer drauf. Fertig. Das darf schon zu uns sein. Das darf schon zu uns sein. Das. Ja, halt. Aber das ist einfach, ja, was soll ich da sagen? Also ich meine allerweil, dass das Getriebe kaputt wird, da drin, weil da oder einfach der Staub einfliegt, weil das ist nichts, da ist keine Dichtung drin. Ich meine allerweil, dass das kaputt wird, weil der Staub fliegt rein, sitzt in dem Getriebe drin fest. Und dann werkelt das natürlich und irgendwann ist das Getriebe hier, weil es das umeinander reibt. Was ich auf alle Fälle machen werde, ist, ich baue das alte, ich schaue mal, ob ich es auseinanderbauen kann und einmal einschauen kann, wie das da drinnen ausschaut. Das alte auseinanderbauen. Vielleicht geht's, ich weiß nicht, ob das verpresst ist oder was, aber da haben ein paar Schrauben drauf, vielleicht kann man das echt auseinanderbauen. Ich schaue schon, ob man das auseinanderbauen kann. Dann schaue ich mal rein, was da jetzt der Fehler ist. So, gut. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, ob es geht. Ja. Thank you.
Also ich habe jetzt da mal die Blenden runtergeschraubt mit den drei Schrauben, da kommst du nicht weiter. Da ist das Lager da reingepresst, weiß ich nicht, wie ich es rausbringen soll. Und Schramm gibt es kein mehr, das ist alles verpresst. Und zwar habe ich da um und reingeschaut, jetzt habe ich das Handy da mit der Lampe. Vielleicht kann man es ein bisschen erkennen, da ist auch ein Lager drin. Ja, kann man schon erkennen. Da ist ein Lager drin und das ist kaputt. Da sieht man ins Lager rein, da sind Kugeln drin. Darum heißt es ein Kugellager. Und da fallen auch ein paar Kugeln und das ist total zerfetzt. Also das heißt, das Lager ist schon einmal hier da drin. Also ist schon so, dass ich sage, da kommt der Träger rein und der macht das Lager hier. Das könnte man schon vorstellen. Ja, ich kann es jetzt nicht weiter zlegen. Aber ich mache jetzt eins, weil das Ding ist sowieso hier. Das Lager ist hier, also was wüssten da noch? Ich schneide jetzt das Ding in der Mitte auseinander und ich schaue mal, ob ich das zusammenbringe, dass ich das eigentlich mittig aufschneide, dass man das aufklappen kann. Dass man mal da eine sieht, wie das da drin ausschaut und ob man vielleicht den Fall auf die Schlinge, auf die Schlinge. Ja. Also schauen wir mal, ob ich da mit der Flex weit komme. Weil das ist Guss, ich meine, das ist ein Gusseisen oder was, das ist da. Ja. Weil ich probieren kann man es. Ich schneide einmal. Ob es hier hat, weiß ich nicht. Wir sehen es. Ich schneide es einmal in der Mitte auf. Aufschneiden hat hingehauen. So, dann klappt man das Ganze einmal auf. So schaut das drinnen aus. Eigentlich keine Überraschung nicht. Da ist einfach Getriebe drin. Und wie ich aufgemacht habe, ist gleich das rausgeflogen. Das war einmal eine Kugellager. Beziehungsweise das, was jetzt davon übrig ist, und die Kugeln, und das ist Gehäuse. Und das Kugellager, das ist einmal da drinnen gewesen. Da sieht man noch ein bisschen einen Rückstand, da, oder? Da haben nur ein paar Kugeln drinnen. Und das ist ein bisschen so weiter dran, da, oder? Zum Beispiel, und da ist jetzt noch eine Kugel drinnen, oder eine, ja, mehrere. Und da war das ursprünglich drinnen, das Kugellager. Also das ist davon übrig geblieben, sag ich mal. Also das, wenn man sich anschaut näher, dann ist das direkt zusammengeschmolzen. Das ist direkt zusammengeschmolzen. Und wenn ich das so schaue, da haben die Kugeln drinnen, da, oder? Das sind Kugeln. Und das da, das ist richtig zusammengeschmort. Also das schaut so aus, wie das dieser Metallstaub war. Das glänzt ein bisschen. Das, und da oder, das ist ein bisschen so zusammengerieben. Jetzt, wenn ich da so die Kugel noch schaue, dann ist es so, dass ein paar schon eingelaufen sind. Also zum Beispiel der da, die Kugel, da sieht man, dass schon ein bisschen nicht mehr ganz rund ist, sondern halt, sag ich mal, ja, es ist einfach eingelaufen. Das heißt, das Kugellager, das ist eingelaufen, weil irgendwie ein Träger gekommen ist, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt da reinschaue, der Kugellager läuft normalerweise so schnell nicht rein. Also auf jeden Fall nicht auf ein Jahr, würde ich sagen. Und es wird auch nicht so oft verwendet. Also ich sage mal einmal im Jahr bei der Mappe und so einmal. Oder höchstens zweimal. Und dann ist das überschaubar. Und da oder hat es dann das Metall von der Halterung, weil das ist, die Kugeln laufen dann in so einer Metallhalterung drin, hat es angerieben. Und dadurch ist natürlich das dann sau heiß geworden und dann ist im Prinzip das Kugellager kaputt gegangen dadurch. Ansonsten habe ich mir davor schon angeschaut, die Zahnradl, sag ich einmal, die sind alle intakt, da ist nichts angerieben. Das ist auch noch ein Kugellager da, das ist auch noch, läuft wunderbar, also das kann man dran, ja, sieht man. Das kann man dran, das Kugellager, das funktioniert auch noch wunderbar. Das ist gut. Und das da ist kaputt. Das ist das Kugellager, das war da hinten drauf ist. Ja, so. Ansonsten ist natürlich ein Haufen Dreck drin. Wenn man sich das anschaut, also es ist schon erschreckend. Also wirklich erschreckend, was da Dreck drin ist. Wenn ich da mit dem Schraubenzieher mal selber, das ist alles Dreck. Alles ein Batz. Dick und dick. Gut, das ist natürlich jetzt so, dass da natürlich auch ein Schmier drin ist. Weil das ist ja geschlossen. Dann haben sie da schon ein Schmier rein, dass das sauber läuft. Das ist auch klar, weil das ist alles
läuft natürlich aufs Material und das muss geschmiert sein, dass das auch sauber läuft. Im Prinzip, Schatz, ich ist tatsächlich das der Grund, warum das Ding hier wird. Der trägt aber von da oder, also vom Stängel, von dem Haltestange, von der Haltestange, der trägt aber da reinfällt und sich dann da oder in dem Kugellacher, das war jetzt so ausschaut, festsitzt und dann das Kugellacher kaputt macht. Und durch das, dass das Kugellacher kaputt wird, dreht sich natürlich das ganze Getriebe nicht mehr. Ja. Man muss fast glauben, dass es so ist. Weil es alle Anzeichen leiten da drauf hin. Weil wenn man das anschaut, das Wasser dort, und sich das anschaut, dann ist das eigentlich in gutem Zustand. Das ist jetzt ein bisschen voller Dreck. Genau, das ist die Dreckthematik wieder. Aber da ist das ist wunderbar, das ist gut beieinander. Außer das Kugellacher, das ist natürlich komplett hin. Und wenn man sich das so schaut, das ist auch in gutem Zustand. Wenn man sich da das Getriebe da hinten schaut, gut, da habe ich jetzt eingeschnitten mit der Flex, weil irgendwann muss ich es auch anschneiden, aber ist ja wurscht. Aber das ist auch in gutem Zustand. Und das Kugellacher, das sieht man, das dreht sich wunderbar. Das ist intakt. Das ist intakt, ja. Das ist wirklich intakt. So. Also das heißt, das einzige drum, was hier ist, ist das Kugellacher, was da hinten drauf ist. Und das ist hier geworden durch den Dreck, hundertprozentig. Wahrscheinlich tat so eine kleine Dichtung, wenn die da vorne drinnen war. Da vorne in dem Winkelgetriebe, wenn die drin war, so eine Dichtung, die tat vermutlich helfen. Dann tat das Ding wahrscheinlich auch irgendwann hier werden, weil irgendwann ist einmal ein Kugellacher durchgelaufen. Aber es tat länger halten. Es tat wahrscheinlich länger halten, weil der Dreck wird irgendwo in der Kugellacher. Irgendwo, bei wem was gelacht, dieser Träger kommt oder ein Getriebe, weil da, dann ist es aus. Das reibt ab. Und ein Blütenstaub, ob es ist, ein kleiner Sandkerl, wenn bloß ein Sandkerl kommt, das ist schon der Tod für ein Kugellacher oder ein Getriebe. Das reibt es ab und irgendwann ist dann verschlissen und dann geht es natürlich nicht mehr. Still, das war ein Verbesserungsvorschlag. Das war eine Sache, wenn da einfach eine ganz bullige kleine Ringdichtung drin hat, eine Note eingemacht, eine Dichtung eine, die irgendwann war. Das ist ja sowieso ein Klemm zum Klemmen auf die Schnirl, auf Motorsenks drauf. Das ist ja sowieso zum Klemmen. Also eine Dichtung eine draufgeschoben, dann kann von oben der Dreck nicht rein. Und dann kann das helfen. Weil ein Jahr halt das Winkelgetriebe. Das wird momentan 200 Euro kosten. Momentan, sage ich dazu, weil wahrscheinlich in einem Jahr kostet es 300. Was weiß ich, auf alle Fälle hat alles seinen Preis. Nicht? Passt. Ja, Entwicklung muss man rechnen. Das Ding gehört sich entwickelt. Die Leute mit allen Geld verdienen. Klar, es kostet sehr Geld. Aber es muss halten. Nur dazu, ein Jahr. Was zweimal im Jahr bei uns ausgemacht wird, eine Woche, läuft es zwei Wochen. In der Summe vielleicht läuft es drei Wochen am Stück mit Pausen in der Nacht dazwischen. Sagen wir mal drei Wochen. Summa summarum drei Wochen hat jetzt dieses Winkelgetriebe gehalten, wenn man es zusammenrechnet. Ne? Dann ist es schon schwach, in meiner Meinung nach. Wenn es jetzt so ein Verschleißprodukt war, dass man vielleicht irgendwie auch noch die Lager selber tauschen kann, aber du hast keine Chance, du kannst die Lager nicht tauschen, weil du bringst es nicht raus. Dann darf ich nur sagen, ja gut, dann baue ich es auseinander, drücke ein neues Lager rein, baue es wieder zusammen, dann kostet das Lager vielleicht 2,50 Mark, passt, dann kann es hin werden. Aber wenn ich das ganze Ding kaufen muss und das halt summa summarum bloß drei Wochen, weil das nicht länger bei uns jetzt gelaufen ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist zu wenig. So, ich habe jetzt auf jeden Fall vorne Silikon hier, da wo ich vorher gemeint habe, habe ich jetzt trotzdem eins hier, weil es kann vielleicht halten. Ich habe es ein bisschen umgeschmiert, ich habe es nicht innen rein, sonst bringe ich ihn nicht mehr runter, wenn er wirklich kaputt ist wieder. Ich habe es bloß außen um mich ein bisschen da zum Andichten und dann bringt man es schon wieder runter, den Kopf vorne. Aber ich habe da jetzt ein Silikon hier, weil ich jetzt gesehen habe, dass auf jeden Fall der Dreck schuld ist. Kein Zweifel.
Ja, so, ich habe euch hoffentlich wieder ein bisschen unterhalten können. Vielleicht habe ich in einer oder anderen wieder weiterhelfen können. Mit der Motorsengst. Wo gewiss der eine oder andere dasselbe Problem. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Jawohl, und wenn euch meine Videos gefallen, wie alle mal, bewertet es positiv und es ist ganz wichtig, abonniert den Kanal. Ganz wichtig. Auch wenn das nächste Mal ein Video kommt. Und da haben wir schon was ganz Besonderes einfallen lassen, weil viele dann auch gefragt haben, wenn das nächste Mal ein Video kommt, wird es automatisch benachrichtigen. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Jawohl. So, Dankeschön nochmal. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr Servus. Jawohl.